Waren Sie schon einmal verliebt? Ich meine so richtig, mit Schmetterlingen im Bauch und der wohlbekannten rosaroten Brille? Dann kann es sein, dass einem das Herz überläuft und man Dinge tut, die andere vielleicht nicht verstehen. Ich denke da zum Beispiel an einen Liebesbrief, den man in die Jackentasche des Geliebten steckt oder wenn man täglich schaut, ob der andere auf WhatsApp online ist und die gesendete Nachricht schon gelesen hat. Wenn man liebt, tut man Dinge, die andere vielleicht nicht verstehen. Gott hat seinen Sohn Jesus aus einer solchen Liebe heraus zu uns Menschen auf die Erde geschickt. Er hat uns praktisch einen Liebesbrief oder vielleicht heute treffender eine WhatsApp geschickt. Damit möchte er uns zeigen, dass er uns liebt und wir ihm wichtig sind. In Jesus zeigt sich uns Gott. Er zeigt sich uns ganz real, ganz lebendig, als ein fühlender Mensch, der liebt und geliebt werden möchte. Wie Sie und ich. Auch im Alltag. Mit Jesus lädt uns Gott also ein, ihn zu lieben. Und im heutigen Evangelium steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Jedoch zwingt uns Gott nicht dazu, so wie ich keine andere Person zwingen kann, mich zu lieben. Der andere ist frei, meine WhatsApp zu beantworten. So ist es auch bei Gott.